The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, hier ist eine Vorstellung vom Spiel The Witcher 3, was bald im Mai 2015 kommen wird. Ich bin Mosili beim Konami Mosili Video. Und ich stelle euch das Spiel vor. Wie ihr seht, ist hier ein Kampf gezeigt. Es ist ein Gameplay. Also, bei diesem Kampf hat man kurz gesehen, wie er ein paar Zauberkräfte benutzt. Die sind, wie von Vorteil, gleich geblieben. Wie zum Beispiel der berühmte Luftschlag oder Feuerschlag. Die sind geblieben. Große Veränderungen gibt es nicht, außer dass die Welt deutlich, deutlich größer wurde. Zum Beispiel eine große Stadt ist dreimal so groß wie Skyrim. Ja, was sehr gut verbessert wurde und auch ein großer Vorteil wurde, ist die Grafik. Die sieht deutlich besser als im zweiten aus. Wie auch wurde das Inventar verbessert. Denn die Spieler, die auf der Konsole spielten, hassten diesen Inventar, weil er ganz ähnlich wie bei Diablo war. Und da muss man zu viel mit der Maus rumklickern. Denn in diesem Gameplay nicht gezeigt wird, also der Inventar, sage ich einfach, der wurde besser und mehr für die Konsole angepasst. Konsole kommt für die PlayStation 4, Xbox One und natürlich Computer. Die Steuerung ist gleich geblieben, also muss man sich nicht viel Neues angewöhnen. Und noch eins, sehr wichtig. Er kann springen. Ich persönlich habe eigentlich The Witcher nie gespielt, aber ich habe Let's Plays gesehen und Gameplays gesehen. Und ich habe gemerkt, er kann nicht über einen halben Meter springen. Und jetzt, er kann springen. So richtig Jumping Jump, ja. Noch dazu, die auch etwas von ihren alten Teilen wollen, können ihre Entscheidungen übernehmen, die in den Dialogen getroffen wurden. Weil ansonsten könnte euer böser Witcher zu lieb werden und euer ganz lieber Witcher vielleicht auch böse werden. Also, für die Spieler, die den zweiten Teil gespielt haben, empfehlungsreich, die Einstellungen durchzumachen und ja, zu entscheiden. Man kann sich das zweite Mal entscheiden, was man im zweiten Teil machen wollte. Oder man kann die gleiche Entscheidung haben wie in den Vorteilen. Was wir gerade gemacht haben, ist eine Nebenmission. Und jetzt bin ich mal leise, denn jetzt beginnt ein Gespräch. Das kommt sehr oft in The Witcher vor. Ein Kontrakt für mich? Ich tue, wenn du willst, mit mir zu arbeiten. Usually work alone. Could pay to make an exception this time. It's not every day you get a chance to work with the most renowned bounty hunter north of the Yaruga, Jenga Fred himself. I'll bite. What's the famous Jenga Fred need a witcher for? I'm guessing you're a man of the world. Perhaps you've come across the Grossbart brothers in your travels. You hunting them? Aye, quite the rogues they are. Three of them. And everyone's got a pack of rapes and murders under his belt. Even took to grave robbing. Ja, komm, mach mal schneller. Easy to recognize on account of the yellow caps they wear. Folks see three yellow tops, they flee to their huts. Which don't help much, of course, because they're also fond of arson. No, haven't met him. If you do, tread careful. They're quick to stick a knife in. Ja, es dauert ganz schön lange, aber wer noch nie Witcher gespielt hat, muss es mal wissen. Die Hälfte des Spielers besteht nicht aus Kämpfen, sondern aus Dialogen, die ebenso wichtig sind. Ja, eine neue Aufgabe haben wir bekommen. Und sowas gibt es ganz oft. Zum Beispiel, man läuft in die falsche Richtung irgendwo auf einen ganz weiten Berg, wo man nicht hin wollte. Und ja, da hat man viele Gegner, man besiegt sie und da sieht man eine kleine Hütte. Da geht man rein und findet ein neues Schwert. Überall sind kleine Überraschungen. Und hier wird nochmal gezeigt, wie groß die Karte ist. Und so sehen die Ladebildschirme aus. Ich glaube, in vielen Spielen sind sie schlecht gelungen, hier sind sie richtig gut. Ja, da ist auch die schnelle Reise. Geht ganz schön schnell. Ja, das war der erste Gameplay von The Witcher Wild 3 Hunt. Na gut, das ist der zweite. Der hat mehr mit der Story zu tun und mit dem Prolog. Help me! Help!
Das haben wahrscheinlich die meisten schon gesehen. Und dazu kann ich nicht viel sagen. Der Prolog sagt einfach nur ganz kurz, worüber es geht. Und ja, wie man halt Steuerung macht und welche Viecher tötet, wie die mit den Reifen, Alter. Aggressiver Kerlchen. Nee. Ja, und in Polen, wer die Geschichte nicht kennt, sollte sie nachholen, aber nicht die Bücher lesen. Ihr könnt das machen, aber denn Bücher sind Spoiler enthalten. In diesem Teil. Da wird ihr richtig gespoilert. Also, wer die Geschichte genau wissen will und den roten Faden behalten will, ja, sollte die Vorteile gespielt haben. Zumindest den zweiten Teil. Has it gone? Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. The Witcher will hunt. Even this close to the village. Ja, es geht hier noch weiter. Wieder ein Dialog. Ich sag ja, das Spiel besteht daraus. Und ich will nicht unterbrechen, das ist unhöflich, deshalb bin ich mal leise. Aber das muss ich sagen, es gibt ja eine Neuerung. Man kann nicht nur auf dem Pferd reiten, man kann schneller reiten oder man kann einfach den Knopf gedrückt halten und das Pferd läuft automatisch den Weg entlang. Das ist dafür gut, dass man gleichzeitig andere Dinge machen kann, also wichtige Dinge. Köpfe abhaken, Menschen töten, ein Buch lesen, was weiß ich. What? Witches? Witches. I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Ja, lassen sie auch nicht alle so höflich. Das ist ja auch gleich geblieben. Und die Typen sind auch nicht ganz höflich. Und das ist die Stadt aus dem zweiten Teil. Den zweiten Teil noch spielen werde ich nicht spoilern, was das für eine Stadt ist, wer sie erobert hat, was wir machen müssen. Aber ja, wie ich gesagt habe, es hat sehr stark mit dem zweiten Teil zu tun. Sehr stark verbunden. Es wird zwar in einer Comic-Art zuerst alles erklärt, aber das reicht nicht aus. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Ja, nicht alle sind so höflich mit uns. Wir sind halt Witcher. Was hat man anderes erwartet? Wir sind böse Typen, die alle umbringen. Ja. Und jetzt kann man nochmal genau sehen, wie es die Spieler finden, da wieder mal gemacht haben. Die haben das alles schön und präzise und genau gemacht. Mit genauso viel Liebe wie in den zweiten und ja, vielleicht auch ersten Teil. Es tut mir leid, dass ich ab und zu recht leise bin, aber ich habe nicht sehr viel zu sagen, weil sie nicht sehr viel preisgeben. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? Das habe ich doch gar nicht gesehen. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Ich kann wirklich wieder eine Entscheidung treffen? Geralt of Rivia, Witcher. What, girl? This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. The Witcher. Okay, ich hab's genug oft gesagt. Ja, und hier sieht man, dass man einfach rumlaufen kann ab und zu. Jetzt weiß es nochmal der Prolog und man muss Sachen erledigen. Und da, sieht ihr? Er ist gesprungen. Zwar nicht ganz gesprungen, aber er hat's gemacht. Der kann wieder hochspringen, ja. Und ja, hier müssen wir diese Agro-Vögel-Drachen-Dinge töten. Hier auch wurde die Steuerung nicht sehr für die Anfänger gemacht. Denn, ja, von Anfang an ist das auch nie sehr so einfach. Wie ihr seht. Weil
so ein fliegendes Ding da zu treffen, wann das fliegt, ist ja nicht ganz so einfach. Aber die schönen Texturen gleichen das Ganze aus für Spieler, die schlecht spielen. Sogar diese Wassereffekte. Sogar wenn man jemanden tötet auf dem Loot, da vermehrt sich das Blut auf dem Wasser. Ich weiß, klingt böse, aber ist halt cool. Ich weiß nicht wieso, aber ja, die Grafiken sind geil. Ja, und hier wieder das Klassische von The Witcher. Noch zusammengefasst. Wer diese Aggressivität, pure Aggressivität, Blut und Sexualität nicht wiederhaben will, soll diesen Teil nicht spielen. Der wurde nicht stark verändert. Der blieb ungefähr genauso aggressiv und... Ja, aggressiv. It must suffice. Think Emir cares if I'm clean. The gentleman will refer to his imperial majesty and wieder by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine. Do your thing. Tilt your head back, please. And sit still. Ja, das habe ich schon genug oft gesagt. Kommt noch etwas Interessantes eigentlich? Ja, gut so. Ja, also die Aggressivität ist geblieben, wie es wollte halt. Niemand wollte. Oh, ich glaube, es kommt. Once we were many. Now we are few. Hunters. Oh, ja. Killers of the world's filth. Okay, das ist jetzt nicht genau Gameplay, das sind 20 Killing Machines. Among us, a legend, Memento. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. Nochmal kurz zum Fazit. Das Spiel ist ungefähr gleich geblieben. Die Steuerung wurde leicht verbessert. Das Inventar wurde verbessert. Er kann springen. Die Karte wurde größer. Die Grafik wurde besser. Die Story wurde genauso. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. Und man kann übers Meer. Das ist schon der Trailer. Hier sind alle Gameplays zusammengeschnitten und jetzt kommt schon der Trailer. Einer von ihnen. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater. Ja, das war's von meiner Seite. Es war Musik von Musik Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, schreibt doch ruhig etwas in die Kommentare. Oder von einem genauen Spiel her. Ein Display oder so. Ich mag das. Ich bin so das mag. Ich feier das. The Witcher Wild Hunt. Mai 2015. Tschüss.